Gesicht geguckt hat, so, wo er so kurz quasi gelächelt hat, als mir gesagt hat, I fucking kill her oder was auch immer. Hier in dem Spiel, wir sagen, mit dem Evil Within 2 gefällt mir hier die Gesichtsanimation, habe ich ja bei mir auch schon gesagt, die gefallen mir mega gut. Das ist echt gut gemacht, Alter, die cinematischen Szenen. So, hier gibt es auf jeden Fall was zu finden. Arznei. Gut, dass das nicht alles war. Du kannst mir noch 10 Mal Arzneien geben, wenn du willst. Pistolenmunition. Oh, schade. Keine Ziegen. Ist eigentlich prädestiniert für eine Ziege, ne? Ich kann ja mal gucken, ob die vielleicht doch nicht so zu finden sind, wie wir. Also ich weiß, wir sollten in den Panzer steigen, ja. Ich hab's kapiert, ne? Ich bin nicht blöd. Hound Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Motamizid infiziert zu haben, was eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nutzen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Ja, mal sehen. Na, nochmal nachordnen, weil das so viel Spaß macht. Oh, brauche ich gar nicht. So. Vielleicht sollte ich. Vielleicht sollte ich mal den benutzen, ne? Besser ist das. Nur für die Fall der Fälle. Also. Oh, mal gucken, was jetzt kommt. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. Der Panzer sieht so bescheuert aus und erinnert mich an irgendwas, aber ich kann nicht sagen, was. Oder was heißt Panzer? Ich weiß nicht, ob das ein Panzer sein soll. I'm coming, Rose. L2 halten. R2 Geschütz abfeuern. L1 blocken. Ach so, L2 plus R2 halten, Geschütz abfeuern. Okay. Der muss aber nachladen, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Gottes Willen. Oh, ey, wenn ich da jetzt mit kämpfen muss. Oh, ich brauche noch nicht mal. Oh, hier, gute Sicht, ne? Oh, vielleicht jetzt nicht mehr so. Ich habe eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr. Nächstes Spiel wird auch ein Rollenspiel. Also beziehungsweise ich werde Resident Evil 4 nochmal auf Professional auf dem Kanal hier durchspielen. Mit allem. Also wirklich kill everything, alles. Okay. Whatever.
Ich warte jetzt, das soll sich erstmal aufladen. Dauert ja, wie man sieht, ein bisschen, bis es aufgeladen ist, ne? Okay. You're like a goddamn cockroach. You think you can take me on? Fine. This will be my warm-up before I kill that bitch. Let's take it. Man, a man. Your corpse will be another addition to my army. Ja, okay, das sind rote Stellen. Bitte werd nicht so schwer. Bitte, bitte, bitte. Hopp. Fahr da mal weg. Poor boy, stop using that. So this is the power of love. Ja, ist die Power voll. Okay. You dead already? Fuck you. Is Lucy's dead in all around? Might not tell him now. Keep shooting! Nein! Ich hab doch verfickt noch... Alter, ey, nee. Oh Gott. Okay. Ey. You're like a goddamn cockroach. You think you can take me on? Fine. This will be my warm-up before I kill the bitch. Let's settle this. Man. A man. Your corpse will be another addition to my army. Das ist ja schon die zweite Form, nee, ne? Nee, ist es nicht, weil der war letztes Mal war der schon rot. Nicht so gut. Ja, der Controller ist definitiv hin, wenn ich hiermit fertig bin.
Und schon wieder voll verballert. Shit! Ja, ich bin ein bisschen ruhig, ich weiß. Könntest du bitte wegfahren, Ethan? Ah, nur Bett ist schon wieder am Arsch. Ja, klar, ist logisch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier reindrücken muss, ne? Schneller fahren kann er, glaube ich, gar nicht. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, besser gemacht. Nein! Alter! Vielleicht mache ich auch was falsch. Komme ich auch noch mal von ihm weg oder eher nicht so? Ich steige hier nicht durch den Kampf. Nicht reindrücken. Shepard, nicht reindrücken. Okay.
Oh, super. Oh, das war nicht gut. Alter, ey, dass du hier dann aber auch nicht wegkommst. Ey, Mann, ey, echt. Ja, 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 fahr, 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 fahr. Oh, nicht gut. Okay, ich bin schon weg. Ey, okay, wie oft muss man seine Arme und alles kaputt machen? Wie oft? Was muss ich machen? Ich kann nicht sehen. Okay, das scheint es ja gewesen zu sein. Oh, oder auch nicht. Shit. Was jetzt? Nee, gar nicht. Eher angepresst. Pissed. Pisser, ey. Hab
having fun? Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Nein! Oh. Nein, habe ich nicht. Absolut nicht. Ich habe sowas von keinen Spaß. Das ähnelt schon fast dem Spaß, den ich bei Resident Evil 7 hatte. Interest. Ich wäre mal impressed, wenn ich wüsste, was ich hier machen muss, Mann. Oh. Yo, yo, yo. Ja, ich habe keine Ahnung, echt nicht. Das ist jetzt eigentlich alles zu blöd. Rennen tut er auch nicht, wenn man es drückt. Der fährt einem hinterher so schnell, dass man gar nicht ausweichen kann, genauso wie in dem Kampf eben. Macht mich eigentlich alles nur wütend. Macht mich alles nur wütend in einer Tour. Too bad I'm your only fan. Weiß ich nicht. Scharfschützenmäßig. Mhm. Jo, komm doch mal an. Ich hasse es, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das hasse ich. Ey, Mama mia, ey, ne? Okay, das scheint. Hoffe ich einfach mal, dass er es geschafft ist. Ah, noch 10 Runden bitte. Ja, ich lasse definitiv, schaue ich mal nachher nach, ob ich einen Shop finde, wo man halt Controller reparieren kann. Definitiv, weil der, wenn du hier so machen musst und das so schlecht funktioniert, dann ist der auch im Arsch. I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Schönes Ethan. Telefon von Wish hat er. Ethan, respond. Mia? Nein, das ist nicht Mia, das ist Miranda. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough.
Ja, die sieht ja aus wie eine ägyptische. Remember Evelyn and her oh, hat auch wenigstens auch ein paar Hupen. Das haben sie besser gemacht. Rose als. Is her successor. No. Oder? Nee, ich glaube, das Rose ist nur so ein is Evelyn's true complete Brustschutz. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be safe. The Megamycete catalogs all of us. Oh. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be? Was it because of her piss? Ja, dass die alte Pisshure hier ist, diese alte Scheißrunzel, das hab ich gewusst irgendwie. Your worth as a lab rat has run out. Miranda, you coward. Come out and face me. Ooh. Don't worry. You're dead. Finish him. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Auch ein schöner. Alter, Ethan kann ohne Herz noch. Wer weiß, leider auch Doppelherz. I've waited so long. The dreams. Oh, er hat einen Hinterkopf. Donnerwetter. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Das macht ihn schon wieder 2% sympathischer, dass er einen Hinterkopf hat. Oh, Capcom, das ist viel authentischer, wenn man denn. Die ganzen Vollidioten-Zombies. Ja, das stimmt. Oh Mann, Alter, was für ein Elend, ey. Entschuldigung, ey, das einmal, dass ich da gebölkt habe, tut mir echt leid. Habt ihr noch nicht gehört bei mir, ne, wenn ich spiele. Mach ich normalerweise nicht. Macht mich nur gerade wütend, diese ganzen Kämpfe. Ich habe auch immer das Gefühl, die haben diese komischen Controller erfunden, damit man öfter welche nachkaufen muss.